Sag mal, Tapsi, hören die uns eigentlich, wenn ich jetzt hier so rede? Wenn alles funktioniert, dann sollte das sein. Okay. Ich schau mal. Gibt's hier einen Chat? Hey, hey Chat, Dennis hier. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ist jemand da überhaupt? Das ist ja die viel wichtigere Frage. Ist das überhaupt schon eingestellt? Tapsi gegen... Hallo? Ach so, das ist gar nicht die Taste. So. Ich glaube, es geht einem. Nee. Nee. Komm, wir kommentieren mal ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob die uns hören. Der muss mir erst. Aber ich glaube wirklich, das geht einem. Sollte mir vielleicht mal einer antworten, wenn ihr mich hört. Hallo, hallo. Hört ihr mich? Es sieht für mich ganz danach aus, als würde der verdammte Tapsi schon zwei Stocks vorn liegen gegen du sein. Was zur Hölle? Oh, was? Hey, Dirk, was macht er denn? Jetzt ist realisiert. Das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Aber übertrieben geiles Stream-Layout, so Clickbait und so. Oh, mach ihn fertig schon, ja. Das Allerbeste ist natürlich das da. Er kann nicht mal gegen Timmy gehen. Ich hasse ihn dafür. Ich hasse ihn dafür, dass er das F-Smash. Oh, nice, Mann. Julian, bist du groß für die Kamera? Mach dich mal kleiner, man sieht dich auf der Kamera. Falls ihr mich hören könnt. Ja. Tapsi liegt ziemlich weit vorne. Oh, das war ein Tipper. Das könnte ein Edgeguard werden. Das hast du vielleicht schon so gehabt. Kahn mit den Shots, Junge. Ja, wieso, das ist aber krass, das Lob an Tapsi, Alter. Das sind auch Shots daran, dass Arthur nicht gegen. Dass Lusan nicht gegen Arthur gewinnen kann. Es wird in alle Richtungen geschossen. Geschossen und gelobt. Kahn ist einfach ein harter Typ, muss man sagen. Ich glaube, wenn er so spielt, können wir alle gleich vorgehen. Also Tapsi gewinnt das heute. Die Sache ist die. Tapsi hört uns natürlich auch. Ja, ja. Und ist dementsprechend abgelenkt von uns. Und guck mal, wie er sich comebacken lässt, der arme Mann, ey. Schade, schade. Oh! Wobei so ein SD von Dusan ihm jetzt schon gut tun würde, dem Tapsi, sag ich mal. Oh! Das ist schon scheiße witzig. Oh, noi. Ja, er hat noch den Sprung. Oh, das war schon irgendwie. Dusan mit einem kleinen gewagten Edgeguard, mit Edge Cancel, alles klar. Okay, Freunde. Aber noch ist Tapsi in der Führung, 88%. Bald fängt die Marv-Krankheit an. Ja, ja, er muss jetzt langsam mal was reinkriegen hier. Keine. Nicht die Tipps reinrufen. What? Wer hat da die Tipps reingerufen? War das der Duck? Ah. Oh, du. Oh! Auf geht's, Julian! What the fuck? Und Tapsi. Nächstes Game, nächster Win. Einmal gespielt, einmal gefickt. Besser ist das. So, dann schauen wir mal, wir refreshen das mal. Und jetzt sehen wir auch, da steht jetzt Tapsi 1, Xara, Klammer auf, scheiß Dusan, wieder neuer Name, Klammer zu, 0. Was ist denn das? Nee, ist das nicht Christoph Niehaus? Nicht Dusan? Das ist Christoph Niehaus, ja. Ja, aber das ist dann doch nicht Dusan. Was sind das jetzt für Verfehlinformationen? Oh mein Gott! Das ist Fake Bruder, News. Er will jetzt auf einmal hart abgehen. Lügenpresse behauptet, das wäre Dusan, aber es ist ja, Xara. Ist halt Christoph Niehaus. Ja. Sein zweiter Account. Sein Smurf-Account ist das. Sein Smurf. Damit macht er immer Bronze unsicher hier. Aber ich glaube, man hört uns nicht. Also mir antwortet hier zumindest niemand. Oder vielleicht guckt einfach niemand zu. Das ist wahrscheinlich, ja. Aber, nee, doch, bei Mikro gibt es auf jeden Fall einen Ausschlag. Ja. Ja, geil. Ich glaube, übersteuern teilweise sogar. Ja, na bloß gut. Besser ist das. Obwohl, ist ja Popschutz drauf. Ja, das heißt ja nicht, dass es nicht übersteuern kann. Das heißt nur, dass die P- und die T-Laute Das heißt, wir können nicht richtig, also wir können nicht richtig eklig sein. Wir können ja nicht... Bam! Dann kommt dann nur so ein... an. So.
Let's go, Julian. Ja, Sean Wayne, sag mal, hörst du uns, wenn du schon mal da bist? Wahrscheinlich statt in 2 Minuten. Wahrscheinlich, ja. Aber wir können ja mal gucken, ob das funktioniert. Oh mein Gott, das war super schön von Rough C hier an der Stelle. Clutch C, Digga. Clutch C. Naja, im Moment sieht es ja nicht so aus. Ja, aber er kann noch. Vielleicht kann macht er ja noch das mächtige Comeback aus der Hölle. Er verliert jetzt noch den nächsten Stock. Ich meine, mir würde das gut in den Kram passen. Ja, ja, das wäre schon witzig. Ich habe einen relativ guten Score, so allgemein gegen Julian, gegen Dusan nicht so. Ja. Deswegen, den Gewinner so, ne? Das wäre jetzt schon nicht schlecht für mich, sage ich mal, wenn Tapsi da jetzt richtig schön den Klatschemann machen würde. Kann man mal klatschen. Oh, Junge, wenn er gestorben wäre, das wäre halt schon sick. Oh, keep it up, Commentary, man hört euch gut. Sehr gut, Dankeschön, Sam. Besser ist das. Ah, da hätte er vielleicht eine Up-B machen können. Ja, das wäre besser gewesen, aber eine hätte er machen können. Tschüss. Oder er muss den Julian machen, und zwar einfach upsmashen. Ich dachte immer, das wäre der Fabio. Ah. Ja, nee, Junge, Thundercatzen ist einfach der komplette Julian. Der hat inzwischen fast jeden gethundercatzt. Ja, aber das hat Fabio auch immer gemacht. Oh, ja, weil, und aber Fabio ist nicht mehr da, deswegen ist es jetzt der Tapsi. Was soll das heißen, Fabio ist nicht mehr da? In meinem Herzen ist Fabio immer da. Das kann dem keiner nehmen, dass der immer da ist für mich. Aber der ist wirklich viel zu selten da, Mann. Das ist so traurig. Also gar nicht. Komm schon, Tapsi, jetzt geht los. Da ist deine Stimme auch ein bisschen weggebrochen, ne? Vor lauter Hype. Ja, ein bisschen. Nicht schlecht. Neben mir hier sitzt übrigens Lemurenkönig, der auch völlig außer sich ist, da, was hier passiert. Das ist komplett gestört, wie er spielt. Wie Tapsi einfach die Grabs bekommen. Oh, das wäre halt schon gekrankt. Ja, aber er hätte ja auch ahnen können, dass der Tipper da nicht trifft, sag ich mal. Das war einfach ein bisschen gierig, finde ich. Anstatt halt das Edgeguard zu versuchen, macht er da einfach so. Das ist nicht der Edgeguard. Die Edgeguard, die Kantenwacht. Das kannst du nicht ins Englisch übertragen? Hä, das ist die Kantenwacht, entschuldige mal. Im Englischen gibt es keine Marker bei Artikeln, also... Wobei wir aber eigentlich wir haben immer das Edgeguard gesagt, seit ich denken kann. Vielleicht haben wir früher immer gedacht, das kann... Wie war das ein Tipper? Das war kein Tipper. Doch, das war ein Tipper. Geräusch war ein anderes. Nee, das war ein Tipper. Nee, das war das... Julian, das war ein Tipper, oder? Hey, hör mal. Kannst du mal bitte nicht die Teilnehmer ablenken? Okay, mach ich nicht. Guck mal, jetzt hat Julian probiert, das Edgeguard zu machen, hat direkt einen Hit mehr bekommen, nämlich einen Grab, anstatt einfach die F-Smash ins Leere zu hauen. Ist das dann aber wie so mit Nutella? So mit der, die das Nutella? Ich bin ja tendenziell eigentlich immer für der Nutella. Ich sag die Nutella. Weil es ist ja der Brotaufstrich. Ja, das stimmt schon. Aber wegen dieser A-Endung bin ich mehr für die Nutella, weißt du? Ach so, weil das feminin ist? Ja, ja. Ach so, und weil Deutsch auch so eine lateinische Sprache ist, weißt du? Nee, ist es nicht. Ja, aber doch, er ist auch aus dem Lateinischen entsprungen. Nee. Also viele Wörter im Deutschen kommen aus dem Lateinischen. Ja, das ist was anderes. Die Sprache ursprünglich ist, also die Protosprache davon ist Proto-Indogermanisch. Das ist was anderes als die lateinische Sprache. Die wurden dann aber von den Römern krass eingenommen. Ja, aber das... Nein. Lateinische Sprachen sind so Italienisch, Französisch, Portugiesisch und... Du meinst wegen Lateinamerika oder was? Nicht. Nein, die kommen vom... Also aus dem Lateinischen... Sprachfeld. Das ist eine ganz andere Ursprache, auf die sich das zurückverfolgen lässt. Also die germanischen Sprachen kommen aus einer ganz anderen Ursprache als die lateinischen Sprachen. Aber die germanische Sprache wurde viel von der lateinischen Sprache beeinflusst. Ja, aber das kannst du über jede Sprache sagen. Also dann kannst du auch sagen, wir sind Englisch. Du kannst auch sagen, dass wir Englisch sind, weil wir voll viele englische Wörter haben. Kannst du auch sagen. Das ist dasselbe Argument. Oder wir sind französisch, weil wir viele französische Wörter haben. Die stehen ja nicht bei uns im Duden drin. Ja, natürlich steht Restaurant im Duden. Restaurant, französisch, sind wir jetzt französisch? Das ist dasselbe Argument, was du benutzt. Das stimmt, also im Ursprung ist das aber nicht dasselbe. Die lateinische Sprache ist eine andere. Ich glaube, wir haben einiges womit verpasst inzwischen. Und zwar, dass Julian wieder in die Lead hat. Julian wieder, aber Dusan, diesmal kämpft er direkt zurück und verliert nicht noch einen Stock. Und Julian hat sich schon die Finger an der Hose abgewischt. Vielleicht Butterfinger? Oder Schweißfinger? Möglich. Weiß ich nicht genau. Eins von beiden wird sein. Auf jeden Fall beeinträchtigt es seine Fähigkeit, den Stick zu benutzen. Nicht maßgeblich, denn er spielt immer noch relativ gut hier. Das ist auf jeden Fall intensiv. Ja, voll. Dusan hat aber auch angekündigt, er sei müde. Also er hat schon geprejohnt, bevor das Bracket stand. Okay. Ich denke, das hat seine Gründe. Ich bin auch müde. Deswegen habe ich gegen dich verloren. Stimmt, ja, das verstehe ich. Auf jeden Fall. Aber das war ja kein Upset. Habe ich halt bloß vergessen, vorhin noch zu sagen, bevor wir das angefangen haben. Aber das war doch kein Upset, dass du dich nicht verloren hast. Das hier wäre ja ein Upset. Das ist ja nochmal eine ganz andere Art der Müdigkeit, sage ich mal. Stimmt. Das ist ja im Prinzip schon Tiefschlaf hier. Das ist ja Koma fast dann, wenn er das verliert, ne? Überleg doch mal. Fällt er wirklich ins Koma gleich? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, da übertreibst du jetzt.
Das hast du gerade selber gesagt. Findest du? Fuck. Ja. Guck mal, Sam ist auch der Meinung, Kantenwacht ist wichtig. Und da ist der Stock weg und wir sind immer noch even. Ja, ja. Wobei Dusan sich aber so einen kleinen Vorteil reingefahren hat hier über den Lauf. Ja, so die 31% zu 13. Ja, ja. Ich meine auch, weil er den Stock jetzt zuerst gezogen hatte und dann Julian nachziehen musste. Also das war ja am Anfang. Aber Julian hat auch nachgezogen und zwar so. Ja, natürlich, natürlich. Und guck mal. Oh. Ja, da, oh, ich dachte, er ist zu gierig, aber Dusan schwacht die ein. Dann Julian mit dem Spacing etwas daneben. Aber es ist schon sehr spannend hier, muss ich sagen. Auf jeden Fall, die Herzen sind am Pumpen. Ich bin auch der Meinung, wer jetzt den ersten guten Punish bekommt, so nach diesem ganzen Rumgetanze, der hat das Momentum auf seiner Seite und wird das Match für sich entscheiden. Aber im Moment wird noch nicht groß gepunished. Oh, jetzt haben wir es, okay. Oh, Dusan! Oh, Dusan rettet ihn. Was macht er? Mann, ey. Smarter 200 IQ-Konter. Ey, was für ein wirklich Big Brain Konter. Oh, ja, das war so. Und schönes Tipper-Spacing, Hammer, ey. Wo war denn ein Tipper? Ey, Rough Sea. Aber das sieht mir aus, als könnte da wieder ein Stock verloren gehen. Aber jetzt sieht nach. Ah, oh mein Gott. Aber dann nochmal nachgezogen. Rough Sea last mit dem Stock Game 3. Okay, last Stock Game 3. Das sieht mir echt nach einer engen Kiste halten. Aus hier. Ja, wir müssen aber auch kommentieren für den Stream. Direkt neben den Spielern. Naja, gut. Ja, das ist übelst scheiße. Ja. Wir brauchen da Verlängerungskabel an allen Ecken und Enden, damit wir uns in einen anderen Raum setzen können. Dafür, das steht fest. Dusan hat jetzt auf jeden Fall. Übrigens haben so gut wie alle haben ihre Matches pausiert, um sich das anzugucken. Das sieht man auf der Kamera nicht, weil die jetzt nicht so ein Weitwinkelobjektiv hat. Ist im Prinzip nur eine Webcam. Aber das müsste es gewesen sein. Und Dusan holt es 2-1. Was für ein gutes Set. Auf jeden Fall ein Highlight. Erstmal den Bracket updaten. Ja, ey, das war doch nicht schlecht. Das war schon intens. So, dann zeige ich dem Bracket mal hier, wo der Hammer hängt. Ich muss ja nämlich gegen Dusan. Schade, ich hätte jetzt lieber Julian gehabt, sag ich mal. Ich sag dir, wie es ist. Ja, dann spielen wir auch einen Stream jetzt, oder nicht? Sollen wir jetzt schon? Ja, weiß ich nicht. Ja, mir gleich. Aber Dusan, ich weiß ja nicht, Dusan muss vielleicht erstmal... okay, dann muss er erstmal runterkommen wieder, oder? Dusan muss vielleicht erstmal parat kommen hier auf sein Leben. Ich muss sowieso spielen. So, okay. Dann spielt jetzt. Ja, wer kommt denn jetzt auf den Stream? Das andere Semi, Rivka gegen Zwultendorf. Ah, nee, das erste Semi. Ja, weil alle bei euch zugeguckt haben, weil das so spannend war. So, ja, ich habe jetzt hier mal ein bisschen. War das auch Jonas jemand? Nee, das war Quarters. Wir müssen dann. Lucy, wir müssen dann und die beiden müssen. Ja. Sollen wir erst Loser spielen lassen oder sollen wir direkt durchziehen, Winners? Wenn sie recht durchziehen, so langsam. Achso, guck mal, Bo hat ja wahrscheinlich schon gegen Hiro gewonnen, wenn jetzt Geldjunge gegen Hiro spielt. Wer ist denn Bo? Bo ist der mit langen Haaren. Bist du Bo? Du hast auch lange Haare, sag ich mal. Bo ist verloren. Ja, aber wie? In welchem Umfang? Ja, das können wir Hiro auch nicht fragen. Ich will jetzt hier keine Fehlinformationen eintragen. Ah, okay, Fluxmob gegen Tapsi noch nicht passiert, nehme ich an. Boff Target gegen Kevin, ist das schon passiert? Nein. Ist das Kevin gegen Kevin eigentlich? Kevin Ditto? Das ist ja sick. Ja, Dusi, sollen wir ein bisschen kommentieren, oder was? Wir müssen kommentieren, aber wir sehen den Chat nicht, ne? Doch, natürlich. Gibt's hier noch, sagt jemand was? Warte mal, Bo? Bist du Bo? Das ist ja ein Knaller. Wie hast du gegen Hiro gespielt, sag mal? Gegen Osh. 2-0 für ihn. Das tut mir leid. Schön. Kirby ist härter, ne? Hast du gegen Bob Target schon gespielt? Wusstest du? Okay, dann macht jetzt mal Kevin Dittos hier. Das ist Hand Warmers. Ja, ja. Oh. Mama, wow. Konnt sie guckt das fucking Stream an? Und er wohnt 50 Meter von hier entfernt. Ich glaube, er ist bei Sarah oder so. Sie wohnen bestimmt auch 50 Meter von hier entfernt. Das stimmt. Ich denke immer, dass hier zum Klicken ist, aber ist egal. Das ist so umständlich. Bei mir ist es genau umgekehrt bei meinem Laptop. Ich bin völlig am Ende gerade. 2-0 für Geldjunge gegen Hiro. Ey, nicht schlecht, Geldjunge. Jo, Der ist ja ganz gut, ne? Würde ich schon sagen, aber GP spielst du als nächstes. Du, das werde ich dir gleich mal sagen. Wir sind schon Bob-Tag und Like. Ich spiele jetzt gerade. Besser weiter, ne? Das ist schon Tomato? Du bist schon Tomato, ja. Boah, ist das aber umständlich. Also ist es eigentlich nicht, aber es macht mich trotzdem fertig. Und da ist es. Du kommst ganz gut.
weil er viel übt und oft sein Müsli isst. Keep it up, Commentary, man hört euch gut. Nice. Ja, ja, voll nice. Warum bist du hier nicht hier, Sam? Wir hätten zusammenfahren können. Sam, was ist denn mit dir, ha? Wir hätten danach zusammenfahren können. Wer Zeit hat, den Stream zu gucken, der hat auch Zeit, herzukommen. Aber ich Spaß. Ich werde das in ein paar Wochen auch sein, weil ich danach kein Ticket mehr habe. Das auch machen, ja. Aber ich habe danach kein Ticket mehr. Ja, dann würde ich es erst recht. Machst du dann den Liver so, dass du dann... Ja. Das lohnt sich für mich nicht. Das lohnt sich für mich. So, jetzt ist das direkt der Stock zurück. Nee, hat Rivka leider sich im Edgeguard ein bisschen verschätzt, hat verkackt die Minotaur-Rocks. Oh mein Gott, die sind näher. Man lässt Fox einmal leben. Oh, naja, hat er schön gecovert, diesen Jump Out of Shield, weil er dachte, naja, wo soll er sonst hin? Ja, Besuch, was für schlechte Johns. Hast Besuch? Ja, hättest du den Besuch mal mitgebracht. Hättest du den vielleicht sogar noch ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen können, das ist doch geil eigentlich, sage ich mal. Das macht man doch mit seinem Besuch, oder? Oh, Kahn schön gecovert. Oh, Kahn nicht so schön gecovert. Ja, ich finde dieses Clickbait, Snapchat, Instagram Layout sehr, sehr Banane auf jeden Fall. Ich stehe nicht hinter diesem Layout, muss aber ich sagen. Aber das ist kein Instagram, das sind einfach Emojis. Nee, aber hier ist doch, das ist doch auf Instagram immer dieser schwarze, transparente Balken. Rivka, mit der geilen Kombo. Junge. Ey, bloß gut, dass wir das auf Tape haben. Und das ist das Edgeguard und das ist der Stock. Freunde, was passiert? Aber er hat noch so ein Dings gefressen, so ein Laser. Das ist natürlich scheiße gelaufen dann für ihn. Hat Karl eigentlich gewonnen dann? Ja, schon. Guck mal, seine Schicke schneller als meine, das gibt's nicht. Ja, Dusan, das ist wahr. Du musst gehen. Du musst üben. Weil du hast ja bald eine schöne neue Wohnung, da kannst du erstmal in jedem Raum mal spielen. Ich habe heute mein Setup gespendet. Ich habe kein Setup mehr. Ah, ja, okay. Also jetzt doch die Bowling-Karriere, ja? Ja. Okay. Oder das Semi-Final. Hey, Rivka spielt echt sehr Gucci. Ja, voll. Also in der Zeit, die das Match jetzt andauert, wäre ich von Kahn schon gedreistockt worden. Ich hätte schon zwei Stocks im nächsten verloren, sag ich mal. Ne? Ich will der 3-0 stehen. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber Rivka hält sich hier wirklich wacker, sag ich mal. Also Kahn, man darf nicht vergessen, Kahn liegt schon einen Stock vorne. Spielt auch sehr geduldig die Scheiße runter. Schön reagiert. Das könnte es sein. Ja, jetzt muss Schick runterkommen. Kahn lässt sie auch. Er will nicht zu sehr an der Kante rumrennen, weißt du? Er hat Angst vor Schick. Oh, das war's. Er wollte halt nicht an der Kante double jumpen, glaube ich. Aber er. Und das ist es noch nicht. Was? Smash die halt. Ja. Das war schon Smash die, aber nur in falsche Richtung. Ja. Den Kobobi könnte es nicht mehr egal, ich sag's nicht. Oh. Das ist es. Schönen kleinen Dash ins vor der Haustür und dann mal gucken, ob er rauskommt oder nicht. Ne? Ganz klassisch. So, und Rivka geht zurück auf Dreamland. Weiß nicht, ob das die beste Entscheidung ist. Doch, würde ich entweder FOD oder. Also meine Wahl, es kommt ja auch ein Fox an. Ich weiß nur, Pokémon und FD sind scheiße. Alles andere ist okay. Verstehen. Aber nie gut. Ich würde Battlefield sogar ganz okay finden. Battlefield ist tatsächlich ganz gut wegen den Plattformen. Ja, genau, das finde ich nämlich auch, weil die Stage ja im Prinzip zur Hälfte nur aus Plattformen besteht. Aber das war ein schöner Scheinspike. Und deswegen ist das Matchup 100-0. Wenn es 100-0 ist, dann müsste er ja eigentlich JD5-Stop werden. 100-0 würde für mich heißen, keine Chance. Was, wenn der Gegner gerne tradet, dann ist es unmöglich. Oh, dann gibt es keine 100-0 Matchup. Wow. Außer Falling in Beach. Natürlich. So ein Smash-Extremist muss man sein. Ja, mit Falcon kann man ja nicht traden. Der gewinnt ja immer. So, Kahn legt hier direkt sauber los. Wow, 50 Sekunden, zwei Stocks weg. Jetzt beide Male auch einfach so richtig ekelhaft sauber so, ich glaube, drei Openings jeweils oder so runtergespielt und das war's dann.